بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht und wir wollen weitermachen, insha'Allah ta'ala, mit der Geschichte Ibrahims, alayhi salam. Und wir hatten letzte Woche darüber gesprochen gehabt, wie Ibrahim, alayhi salam, die Götzen seines Volkes zerstört hat und wie das Volk darauf reagiert hat, indem sie ihn nämlich in das Feuer geworfen haben, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala ihn errettete. Indem er zu dem Feuer sprach, قُلْنَا يَا نَارُ, wir sagten zum Feuer, كُونِي بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم, sei kühl und friedlich, unversehrt für Ibrahim. Und Allah subhanahu wa ta'ala ihn darauf gerettet hat. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala Ibrahim alayhi salam errettete und er das überlebte durch ein Wunder, welches Allah Subhanahu wa Ta'ala geschehen ließ, kommt jetzt ein neues Kapitel in der Geschichte von Ibrahim alayhi salam. Und zwar Ibrahim alayhi salam, er verlässt jetzt seine Heimatstadt, Uhr, ja? Bismillah. So besser? Ich hoffe. Ich bin nicht verantwortlich für die Technik, ich weiß es nicht. Wir können es ja mal versuchen, inshallah. Ist es besser so oder? Ist es so besser? Oder immer noch schlecht? Ist es zu leise oder? Ist es zu leise oder was ist das Problem? Du stehst vor der Kamera. Ist es zu leise oder was ist das Problem? Ja, dann guck mal, ob man es lauter machen kann, inshallah. Bismillah. Genau. Also Ibrahim alayhi salam, er beginnt jetzt ein neues Kapitel in seinem Leben. Nachdem er jetzt gemerkt hat, er kann mit seinem Volk in seiner Heimatstadt nichts erreichen und er ist dem Tod entflohen durch ein Wunder von den Wundern Allah subhanahu wa ta'ala, spricht jetzt Allah subhanahu wa ta'ala darüber, dass Ibrahim alayhi salam jetzt seine Heimatstadt verließ. Und Allah ta'ala, er sagt über Ibrahim alayhi salam, قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ, gewiss, ich gehe zu meinem Herrn, der mich recht leiten wird, der mir den Weg aufzeigen wird. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Ayah. Weil sie zeigt noch einmal auf, warum Ibrahim alayhi salam dies alles getan hat. Er hat dies getan für Allah. Es gibt Menschen, die wandern aus materiellen Gründen. Es gibt Menschen, die wandern aus für einen anderen Menschen, den sie lieben. Es gibt Menschen, die wandern aus, um sich weiterzubilden. Und es gibt Menschen, die wandern aus, ausschließlich für Allah. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass dies einen gewaltigen Unterschied macht. In dem bekannten Hadith, den wir alle kennen, in dem er sagte sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, die Taten sind entsprechend ihren Absichten. Und jeder erhält das für seine Tat, was er beabsichtigt hat. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Bezug auf die Auswanderung, auf die Hijra. Und zwar ganz konkret auf seine Hijra. Von Mekka nach Medina. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, wessen Auswanderung zu Allah und zu seinem Gesandten ist, dessen Auswanderung ist zu Allah und seinem Gesandten. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Und wer auswandert für
eine weltliche Angelegenheit, um sich zu erlangen. Oder für eine Frau, um sie zu heiraten, dessen Auswanderung ist, wofür er ausgewandert ist. Wir sehen hier also, dass die Menschen sehr unterschiedliche Beweggründe für ihre Handlungen haben. Und Ibrahim a.s., er hat klar gemacht, warum er all dies tut. Er tut dies für Allah. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass wir als Muslime immer wieder unsere Absicht überprüfen müssen, egal was wir tun. Und wenn wir das tun, können wir sogar aus alltäglichen, normalen Angelegenheiten, die wir in unserem Alltag machen, gottesdienstliche Handlungen machen, für die Allah Ta'ala uns belohnen wird. Einfach nur aufgrund der Absicht. Wenn ich esse, dann esse ich und ich achte darauf, dass es halal ist. Und ich esse, um mich zu stärken für eine gute Tat. Und schon bekomme ich für mein Essen Hasanat, obwohl es sich um eine ganz normale Angelegenheit handelt, die jeder andere Mensch ebenfalls vollzieht. Und der Unterschied ist die Absicht, subhanallah. Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, Niyatul Mu'mini ablagu min amali. Die Absicht des Mu'mins, des gläubigen Muslims, ist viel, viel weiter als seine Handlung. Weil durch seine Absicht erreicht er viel, viel mehr. Allah Ta'ala ergibt ihm den Lohn für die Absicht, nicht allein für die Handlung. Und umgekehrt genauso. Wenn jemand eine gute Tat vollzieht, aber dies nicht für Allah tut, was ist dann? Dann wird Allah Subhanahu wa Ta'ala das nicht annehmen. Und deswegen auch dieser Hadith, den wir gerade erwähnt haben. Dieser Hadith hat, wie es einige Hadith-Kommentatoren gesagt haben, einen Anlass. Und zwar soll es einen Mann gegeben haben, der von Mekka nach Medina nur ausgewandert ist wegen einer Frau, die er geliebt hatte. Diese Frau hieß Umm Qais. Und die Leute haben ihn daraufhin Muhajir Umm Qais genannt. Der Auswanderer von Umm Qais. Weil er es nicht für Allah und den Gesandten getan hat, sondern er hat es für diese Frau getan. Und Ibrahim a.s., er macht klar, ich tue es für Allah. Was lernen wir noch? Und zwar, als Muslim bin ich bereit, für Allah auf Dinge zu verzichten, die mir lieb sind. Was ist denn die ursprüngliche Bedeutung von Hijra? Was ist die ursprüngliche sprachliche Bedeutung von Hijra? Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hijra definiert? Er sagte sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru, also der Auswanderer ist wer? Weiß jemand, wer der Auswanderer ist? Nach dieser Definition unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Auswanderer, al-muhajiru, man hajara ma nahallahu an. Was heißt das? Was bedeutet das? Kennt jemand die Übersetzung? Al-muhajiru, man hajara ma nahallahu an. Der Auswanderer ist derjenige, der das hinter sich lässt, der das oder von dem ablässt, was Allah verboten hat. Das ist die wahre Hijra. Dass ich bereit bin, auf Dinge zu verzichten, die Allah verboten hat. Und Ibrahim a.s., selbst wenn sie mir lieb sein sollten. Und Ibrahim a.s., er, subhanallah, er hat seine Heimat verlassen, in der er aufgewachsen ist, in der seine Familie ist, für Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wie die Sahaba, radwanullahi alayhi, sie haben Mekka verlassen, ihre Heimat. Obwohl es ihr liebster Ort gewesen war, für Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sollte ein Muslim sein, bereit sein zu opfern für Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, er machte diese Hijra nicht allein. Sondern es gab einige, welche die Botschaft Ibrahims angenommen haben, die er überzeugen konnte. Und hier haben wir zwei Personen, die besonders wichtig sind, die im weiteren Leben von Ibrahim a.s. eine wichtige Rolle spielen werden. Zwei Personen, die ihn begleitet haben, mit einigen anderen Gläubigen. Die erste Person, weiß jemand, welche Person das ist? Lut a.s., der Prophet Lut a.s., der noch eine wichtige Rolle spielen wird im Leben von Ibrahim a.s. Und wer noch? Ibrahim a.s. hat mittlerweile geheiratet gehabt. Und zwar seine Cousine. Sarah a.s.
Sarah alayha salam. Wir haben also jetzt zwei Personen, die noch eine wichtige Rolle im Leben von Ibrahim alayhi salam spielen sollten, welche gemeinsam mit ihm dann diese Hijra vollzogen haben, bereit gewesen sind, gemeinsam mit ihm ihre Heimat zu verlassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt ja auch diesbezüglich, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren, als sie zu ihrem Volk sagten. Das heißt, es war noch wo gewesen? Es war noch dann in ihrer Heimatstadt gewesen. Wir sind unschuldig an euch. Und damit ist gemeint, wir sind frei von dem, was ihr tut. Also wir sagen uns los von dem, was ihr tut. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Und an dem, dem ihr anstatt Allahs dient. Er ist also nicht allein gewesen. Er hat in dieser Zeit Da'wah gemacht und hat es geschafft, einige Menschen zu überzeugen von der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Es waren nicht viele gewesen, aber es waren einige gewesen, ja. Nein, sein Neffe. Er war der Neffe von Ibrahim alayhi salam gewesen. Aber wir kommen noch auf Lut alayhi salam zu sprechen, inshallah ta'ala. Und auf jeden Fall, Neffe oder Cousin, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich gucken wir gleich nochmal, inshallah ta'ala. Bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Ja? Aber auf jeden Fall nicht sein Onkel. Ich weiß, es ist Ibn Achi, sein Neffe, aber lass mich das nochmal überprüfen, inshallah ta'ala, nachher. Bevor ich jetzt da was Falsches noch. Ach, der Sohn seines Bruders. Genau. Seine Frau und Lot, der Sohn seines Bruders, richtig, also sein Neffe, war richtig gewesen. Tamam. Und auf jeden Fall hat er es geschafft, in dieser Zeit, die er in seiner Heimatstadt gelebt hat, Da'wah zu machen mit den Menschen. Er hat Menschen beeinflusst. Ja, Allah ta'ala hat das an anderer Stelle nicht erwähnt. Es wird beiläufig erzählt. Aber es zeigt, er hat es geschafft, Menschen zu erreichen. Und auch hieraus können wir etwas sehr, sehr Wichtiges lernen. Auch wenn du vielleicht nicht viele Menschen erreichen kannst, auch wenn deine Reichweite vielleicht nicht groß ist, auch wenn du vielleicht kein bekannter Prediger bist, deine Aufgabe als Muslim ist es immer, zu versuchen, die Menschen um dich herum positiv zu beeinflussen. Versuchen, Da'wah zu machen, auch wenn es auf kleiner Ebene ist. Gerade auch die Menschen, die dir nahestehen, seine Frau, sein Neffe und einige andere, die in seinem Umkreis gewesen sind, welche sich ihm angeschlossen haben und welche dann auch bereit gewesen sind, gemeinsam mit ihm diese Hijra zu vollziehen. Und jetzt kommen wir zu dieser Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala darüber spricht, wie dieses letzte Gespräch zwischen Ibrahim und zwischen seinem Volk ausgesehen hat. Wir müssen uns das so vorstellen, das erwähnt der Koran nicht. Wir wissen es nicht genau, wie es sich abgelaufen hat, nachdem er ins Feuer geworfen wurde. Wahrscheinlich haben die Leute dann dieses Wunder gesehen, waren überrascht gewesen und wollten nur noch eins. Sie wollten nur noch, dass Ibrahim die Stadt verlässt. Und Ibrahim wollte auch die Stadt verlassen. Es ging nicht mehr weiter. Woraufhin dann Ibrahim alayhi salam sich mit seinen Anhängern gemeinsam noch ein letztes Mal an sein Volk gewandt hat. Und zwar mit diesen Worten. Und lasst uns einfach mal diese Ayah anschauen, in der Sura Al-Mumtahana, die eine unglaublich wichtige Sura ist, in Bezug auf die Frage des Al-Wala wal-Bara. Werden wir gleich erzählen, was das ist, inshallah ta'ala. Und zwar fangen wir nochmal mit der Ayah an. Allah ta'ala, er spricht hier von was? Er spricht hier von einer Vorbildfunktion Ibrahims. قَدَ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةً. Ein gutes Vorbild, ein gutes Beispiel. Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim. وَالَّذِينَ مَعَهُ. Und denjenigen, die mit ihm waren. Und was haben sie jetzt gemacht? Inwiefern sind sie ein Vorbild? إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Wir sind unschuldig an euch und an dem, dem ihr anstatt Allahs dient. Also wir sagen uns los von dem Bura'a, wir sagen uns los davon, wir sprechen uns frei davon. Kafarna bikum, wir verleugnen euch.
Und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft und Hass auf immer offenkundig gezeigt. Bis ihr an Allah allein glaubt. Sehr interessant, diese Ayah. Hier geht es um was. Warum ist Ibrahim a.s. ein Vorbild? Und man muss natürlich verstehen, in welchem Kontext diese Ayah offenbart wurde. Nämlich in einem Kontext, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls mit seinem Volk im Konflikt stand. Und Allah Ta'ala, er sagt jetzt zum Propheten und zu den Muslimen, ihr müsst jetzt genauso handeln. Die Quraysh, die bekämpfen euch. Und dementsprechend müsst ihr euch von ihnen lossagen, selbst wenn es eure eigenen Verwandten sein sollten. Und in dieser Hinsicht ist Ibrahim alaihi salam ein Vorbild für Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Anhänger gewesen. Dass ich mich in bestimmten Situationen lossagen muss. Komplett loslagen muss. Von Menschen, welche Allah und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam bekämpfen. Und genau das ist es, worum es hier geht. Und deswegen am Anfang dieser Sura finden wir in der ersten Ayah gleich eine Aufforderung. Und zwar sagt Allah Ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. O, die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutzherren. Tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. Indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Weil ihr an Allah, euren Herrn, glaubt, nehmt sie nicht zu Schutzherren, wenn ihr wirklich ausgezogen seid, zum Abmühen auf meinem Weg und im Trachten nach meiner Zufriedenheit. Allah Ta'ala, er verbietet hier was? Er verbietet hier, dass der Muslim sich die Feinde des Islams, die den Islam bekämpfen, mit allen Mitteln zu Schutzherren nimmt, mit ihnen zusammenarbeitet, ihnen gegenüber Loyalität zeigt, ihnen gegenüber, weiß ich nicht, Freundlichkeit zeigt. Das ist etwas, was der Islam verbietet. Und hier muss der Muslim auch klar und deutlich sein. Jemand, der meine Religion bekämpft, mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten. Jemand, der mich bekämpft in meinem Glauben, von dem muss ich mich lossagen. Selbst wenn es jemand sein sollte, mit dem ich eine enge Beziehung haben sollte. Aber auf der anderen Seite zeigt uns Allah auch in dieser Sura auf, dass das nicht auf jeden Nicht-Muslim bezogen ist, sondern nur auf jene Nicht-Muslime, welche mich in meinem Glauben bekämpfen. Und welche versuchen, mich zu vertreiben. Und welche versuchen, mich zu unterdrücken. Und deswegen haben wir dann in den Ayat 8 und 9 noch einmal eine Differenzierung. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wo Allah Ta'ala sagt, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Allah verbietet euch nicht gegenüber denen, das ist die Sura Nummer 60, ja, die Verse 8 und 9 jetzt. Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Antabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Innama yanhaakumullah 'anil ladhina qatalukum fid din. Allah verbietet euch nur diejenigen, die gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch aus euren Wohnstätten vertrieben und zu eurer Vertreibung Beistand geleistet haben, zu Schutzherren zu nehmen. Ja? Innama yanhaakumullah 'anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudh dhalimun. Diejenigen, die sie zu Schutzherren nehmen, das sind die Ungerechten. Ah, guck mal, der Koran, wie schön er ist. Subhanallah. Wie er differenziert. Nicht alle sind gleich. Nur weil jemand nicht Muslim ist, heißt es nicht, dass ich deswegen ihn gleich zum Feind nehme. Manche verstehen das so. Sie denken so, ah, der Islam verbietet mir, dass ich Freunde von Nicht-Muslimen habe. Das ist nicht so. Der Islam verbietet mir, dass ich mir Feinde des Islams zu Schutzherren nehme. Dass ich mit ihnen zusammenarbeite. Dass ich ihnen gegenüber loyal bin, gegen meine eigene Gemeinschaft. Wie kann ich diese Ayat jetzt auf unsere heutige Situation projizieren? Aber das ist ja das Wichtige, damit wir einfach mal auch Klarheit haben. Das ist jetzt sehr allgemein. Und zwar, wenn ich jetzt hier in dieser nicht-muslimischen Gesellschaft lebe. Erst einmal, ich habe mit keinem Menschen irgendein Problem. Ich als Muslim bin offen gegenüber jedem Menschen. Ich versuche gütig zu sein. Ich versuche gerecht zu sein. Wo aber sage ich mich klar und deutlich los? Und zwar bei Menschen, von denen ich weiß, dass sie systematisch den Islam bekämpfen.
diesen Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Von diesen Menschen sage ich mich los. Mit diesen Menschen kann ich auch nicht zusammenarbeiten. Auch nicht politisch zusammenarbeiten. Es gibt aber einige, die das tun. Wir haben in dieser Gesellschaft einige, die Vereine gründen und dann aber Projekte machen mit Leuten, die den Islam Tag und Nacht beschimpfen und bekämpfen. Tag und Nacht. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt solche Protagonisten, auch in Berlin gibt es diese Protagonisten, welche sagen, ich bin Imamin, aber gleichzeitig macht sie was? Ist sie die Anwältin für den Berliner Senat beim Gericht, um das Neutralitätsgesetz zu verteidigen, welches versucht, muslimischen Lehrerinnen zu verbieten, als Lehrerinnen zu arbeiten. Mit Kopftuch. Guck mal, sie arbeitet mit was? Mit Feinden des Islam zusammen. Solche Leute laden dann Leute ein wie Hass, also Hamid Abdus-Samad, die den Islam Tag und Nacht kritisieren und bekämpfen. Und sagen dann, aber ich bin Muslimin. Funktioniert das? Das ist was? Das nennt man dann verbotene Muala. Muala, merkt euch diesen Begriff. Muala und Bara, ich möchte, dass ihr diese Begriffe kennt und dass ihr damit umgehen könnt. Weil ihr habt auch einige Muslime, die euch erzählen werden, auch einige Prediger, die euch erzählen werden, dann darf ich einen Nicht-Muslim als Freund haben? Dann sagt er, nein, das ist haram. Weil Allah Ta'ala sagt, ihr dürft keine Nicht-Muslime als Freunde haben. Das stimmt nicht, das ist Unsinn. Diese Ayat haben nichts mit Freundschaft zu tun, im Sinne von Freundschaft, dass ich Menschen kenne, meinen Kollegen, weiß ich nicht was. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Es geht hier um Leute, die den Islam bekämpfen. Von diesen Leuten muss ich mich lossagen als Muslim. Als Gemeinschaft müssen wir uns von diesen Menschen lossagen als Muslime. Und können nicht sagen, ah, wir arbeiten mit diesen Leuten zusammen. Aus politischen Gründen oder weiß ich nicht was. Gegen meine eigene Gemeinschaft. Das ist Heuchelei. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Und das ist wichtig. Und Ibrahim alayhi salam und auch unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam haben diesen Schritt erst gemacht, nachdem sie gesehen haben, sie können mit ihrem Volk nicht mehr kommunizieren. Und ihr Volk bekämpft sie, unterdrückt sie, vertreibt sie, tötet sie, foltert sie. In diesem Fall, wir sind frei von dem, was ihr tut. Was lernen wir aber auch noch davon? Etwas ganz Wichtiges. Und zwar, dass ich als Muslim auch meinen Standpunkt klar und deutlich vertreten muss. Ganz wichtig. Ich muss als Muslim meinen Standpunkt klar und deutlich vertreten. Ich kann nicht aus politischen Gründen oder aus, weiß ich nicht, Höflichkeit heraus, um vielleicht jemanden anderen nicht zu kränken, wie auch immer, meine Religion verändern. Ich kann nicht sagen, ja, alle Wege führen zu Gott und ist egal, ob du Christ, Jude, Buddhist, Atheist bist. Solange du ein guter Mensch bist, ist eigentlich egal, woran du glaubst. Nein, der Islam zeigt uns, es gibt zwei Dinge, die vorhanden sein müssen, damit Allah meine Tat akzeptiert. Der Glaube an Allah, mit allem, was dazugehört, die Propheten etc. und die gute Tat. Allein die gute Tat reicht nicht aus. Und allein der Glaube reicht auch nicht aus. Ich muss beides miteinander vereinen. Nur dann wird Allah Ta'ala mich am jüngsten Tag akzeptieren. Sehr, sehr wichtig. Und es gibt dann Leute, Muslime, die versuchen dann einfach, um den Islam schöner darzustellen, ja, versuchen sie dann was? Ja, hier dann alles zu relativieren. Nein, ich stelle meinen Standpunkt klar und deutlich dar. Ich schäme mich nicht für das. Und gleichzeitig sage ich aber, ich habe Respekt auch dir gegenüber. Ich verurteile dich nicht. Das Urteil liegt bei Allah Ta'ala. Aber ich stelle meinen Standpunkt klar und deutlich dar. Ebenso gilt das in Bezug auf viele andere gesellschaftliche Fragen heutzutage. Ob es um die ganze Gender-Debatte geht, die wir haben, die werden wir noch ausführlich besprechen, wenn wir über Lut a.s. wartet ab, ja, kommt noch einiges auf uns zu, ja. Wenn wir über Lut a.s. sprechen werden, ja, werden wir auf das Thema Homosexualität und so weiter und so fort noch ausführlich eingehen. Wie ist der Standpunkt des Islams dazu? Das ist sehr, sehr wichtig. Das sind wichtige Fragen. Ich kann nicht als Muslim, nur damit die Gesellschaft mich akzeptiert, ja, heute, weil alle sagen, ja, LGBTQ und weiß ich nicht was und all das und keine Ahnung, ja, diese Sachen, ja, nur weil das jetzt gerade in ist, fange ich an, den Koran so zu verändern, damit es übereinstimmt mit der heutigen Stimmung. Und wenn morgen dann die Gesellschaft wieder sagt, nein, das ist was Schlechtes, dann, ach nee, das war ja doch schlecht gewesen. Ja, also ich gehe immer so, wie es gerade sozusagen, wie es gerade die Stimmung in der Gesellschaft verlangt. Gerade was in ist, was modern ist, das mache ich. Nein, ich habe als Muslim einen festen Standpunkt. Ich kann nicht diesen Standpunkt immer ändern.
Die Religion muss mich verändern und nicht ich die Religion. Was ist das für eine Religion, die ich immer an meine Neigung anpasse? Ja, das heißt, ich bin dann Gott im Grunde genommen. Ja, ich akzeptiere nicht mehr Gott als souverän. Ich akzeptiere nicht mehr Gott als derjenige, der für mich die Maßstäbe festlegt. Sondern ich sage, ich lege die Maßstäbe fest und Gott muss sich mir anpassen. Allahu Akbar. Was ist das? Da brauche ich auch keine Religion mehr. Dann kann ich mir meine eigene Religion basteln. Brauche ich keine Religion mehr. Ja, dann mache ich einfach, was ich möchte. Das funktioniert nicht. Und das sehen wir heute in vielen anderen Religionen. Guckt euch mal das Christentum an. Gerade die evangelische Kirche. Es gibt keinen Trend heutzutage, wo nicht die evangelische Kirche sich anpasst. Ja, das ist selbst ein Dorn im Auge für die Katholiken, ja, und für andere Christen, die das ein bisschen ernster nehmen. Ja. Aber bei vielen evangelischen Christen ist es so, ja, nicht bei allen, ich will nicht über alle sprechen, ja, aber du merkst das, ja, dass man sich anpasst. Und das gefällt auch vielen Gläubigen nicht mehr. Ja. Weil das ist dann im Grunde genommen eine Religion, ja, die immer nur meiner Meinung, meiner Neigung entspricht. Ja, ich habe die Religion anzupassen und nicht die Religion, sozusagen, die Religion hat sich anzupassen und nicht ich habe mich der Religion anzupassen. Und auf jeden Fall, subhanallah, Ibrahim alayhi salam hat es klar und deutlich gesagt. Inna bura'u minkum. Wir sagen uns los von dem, was ihr tut. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Subhanallah. Bis ihr zu Allah zurückgeht und Allah Ta'ala alleine anbetet. Und Ibrahim alayhi salam, wie gesagt, er machte sich jetzt auf dem Weg. Und sie haben jetzt keinen konkreten Ort gehabt, an den sie sich begeben konnten. Und haben jetzt angefangen, zunächst erst einmal nach Harran zu gehen. Harran befindet sich im heutigen Gebiet von Ash-Sham. Dort, ja, sind sie eine Weile geblieben und sind dann weitergegangen in den Jemen. Allahu alam, warum? Ja, sie haben sich sozusagen, sie haben wirklich nach einem Ort gesucht, wo sie sich niederlassen können. Und vom Jemen sind sie dann weitergegangen nach Ägypten. Also sind dann über das Rote Meer, ja, und sind dann weiter ausgewandert nach Ägypten. Und in Ägypten hat sich jetzt etwas abgespielt. Und zwar eine harte Prüfung für Ibrahim alayhi salam und für seine Frau Sarah. Und zwar gab es in Ägypten zu diesem Zeitpunkt einen tyrannischen Herrscher. Und dieser Herrscher, das war ein wollüstiger Mann gewesen, der immer dann, wenn er von einer schönen Frau gehört hat, und er hatte seine Spione gehabt, immer dann, wenn sie eine schöne Frau dann gesehen haben, haben sie ihm Bescheid gegeben und er hat sie an sich gerissen. Man muss sich das so vorstellen, dass in der damaligen Kultur, wenn eine Frau verheiratet gewesen war, kein anderer Mann sie an sich reißen konnte, auch nicht im Unrecht, solange noch der Ehemann am Leben war. Das ist wichtig, damit wir diesen Hintergrund auch verstehen. Und auf jeden Fall, das ist im Übrigen jetzt die dritte Lüge von Ibrahim alayhi salam, wir hatten ja über die drei Lügen gesprochen. Ja, was war die erste Lüge gewesen? Am jüngsten Tag sagte er, ich habe dreimal gelogen, deswegen geht es zu jemandem anderen. Was waren diese drei Lügen gewesen, ja? Er sei krank, ja. Obwohl er nur im Herzen sozusagen krank war über das, was das Volk getan hat. Das zweite hatten wir letztes Mal nicht erwähnt gehabt, hatten wir vergessen. Ich wusste das nicht, ja? Oder? Könnt ihr euch erinnern, wo ich gesagt habe, musst du mal nachgucken? Ja? Was war das zweite gewesen, indem er gesagt hat, der Große hat ihn getötet, hat sie zerstört, die kleinen Götzen. Also der große Götze hat die kleinen Götzen zerstört. Ja? Ist ja auch eine Lüge, ja? Also mehrdeutige Aussage, ja? Im Grunde wollte er sie nur darauf hinweisen. Und jetzt kommt die dritte Lüge, die auch eine mehrdeutige Aussage ist, was keine wirkliche Lüge ist. Aber Ibrahim alayhi salam hat sich trotzdem geschämt vor Allah Ta'ala. Und zwar will jetzt der König die Sarah an sich reichen. Sarah war eine sehr hübsche Frau gewesen, subhanallah. Und sie meinten, das ist die hübscheste von seinem Volk. Und der König hat dann Ibrahim alayhi salam und Sarah zu sich gerufen. Und Ibrahim alayhi salam, er sagt zu Sarah, egal, was der König sagt, du sagst, ich bin deine Schwester, ich bin dein Bruder und du bist meine Schwester. Nicht meine Frau, seine Ehefrau. Ja? Aber du sagst dem König, dass ich dein Bruder bin und ich sage zu ihm, du bist meine Schwester, egal was ist. Warum? Was ist der Grund? Also die Mufassirun haben sich darüber Gedanken gemacht, warum? Und zwar genau aus diesem Grund, den wir gerade erwähnt hatten.
Hätte nämlich Ibrahim a.s. gesagt, das sei seine Frau, was hätte der König gemacht? Er hätte ihn einfach umbringen lassen. Könnte man natürlich sagen, er ist doch ein Prophet. Muss er dann Angst haben? Ja, er muss Angst haben. Nämlich auch Propheten können ermordet werden und können getötet werden. Und auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Leute, die ihn geschützt haben. Bis Allah ta'ala die Ayah herabgesandt hat in Surat al-Ma'idah, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah, er schützt sich vor den Menschen, hat er zu ihnen gesagt, ihr könnt gehen, Allah ta'ala, er wird mich bewahren. Aber grundsätzlich, Propheten können auch getötet werden, sind auch nur Menschen, ne? Die getötet werden können. Und wir haben Propheten, die getötet wurden, wie Yahya alaihi salam, wurde auch umgebracht. Man hat seinen Kopf genommen und man ist mit seinem Kopf durch die Stadt gelaufen. Ja, unglaublich. Und Allah ta'ala, er spricht darüber. تَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. Ihr tötet die Propheten ohne jegliches Recht. Also es wurden Propheten umgebracht. Und wenn Ibrahim a.s. sich jetzt schützen möchte durch diese Schutzmaßnahme, dann ist das etwas, was menschlich ist, Nummer eins. Und was auch in diesem Moment absolut richtig ist. Zumal er ja nicht einmal gelogen hat, weil Sarah ist seine Schwester in vielerlei Hinsicht. In welcher Hinsicht ist er seine Schwester? Seine Schwester im Islam, aber noch aus einem anderen Grund. Seine Schwester. Seine Cousine. Und Cousine ist wie eine Schwester. Subhanallah. Das heißt, in zweierlei Hinsicht ist Sarah seine Schwester gewesen. Einmal im Islam und einmal seine Cousine. Und somit hat er eigentlich nicht gelogen. Aber es ist eine mehrdeutige Aussage. Und für einen Propheten ziemt sich so etwas auch nicht zu brauchen. Und deswegen schämt sich Ibrahim a.s. Weil Propheten müssen absolut ehrlich sein. Und selbst solche Aussagen gehören sich eigentlich nicht, subhanallah. Da sehen wir nochmal die Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit. Und auf jeden Fall wurde jetzt Sarah zu diesem König gebracht. Und Ibrahim a.s., es blieb ihm nichts anderes übrig, als Dua zu machen. Er wandte sich jetzt Allah subhanahu wa ta'ala zu. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sollte dieses Dua auch annehmen. Und was geschah jetzt? Dieser Freveler vom König, er wollte Sarah anfassen. Und in dem Moment, wo er seine Hand bewegen wollte, wurde seine Hand gelähmt. Konnte sie nicht mehr bewegen. Dann sagte er zu Sarah, bete für mich zu Allah und ich werde dir nichts antun. Und sie hat dann Dua gemacht, woraufhin dann er seine Hand wieder bewegen konnte. Aber das ist natürlich ein Lügner. Ja? Und er hat trotzdem nochmal versucht. Und hat versucht, sie anzufassen. Und wieder, ja, sagte er, bete Gott, ja, bete zu Gott, dass ich meine Hand wieder bewegen kann. Und ich verspreche dir, ich werde dir nichts antun. Und subhanallah, ja, es wurde dann auch getan und dann ein drittes Mal und es wurde noch schlimmer, bis er dann gemerkt hat, Khalas, ich kann diese Frau nicht anfassen. Er hat dann nur noch gesagt, ja, zu seinem Wachen, wahrlich, du hast mir keinen Menschen gebracht, sondern einen Teufel. Das ist ein Shaitan, den du mir gebracht hast. Das ist ein Shaitan, den du mir gebracht hast. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat somit Sarah vor diesem Tyrannen befreit. Und nicht nur das. Und darin liegt auch eine tiefe Hikma, sondern dieser König hat, wahrscheinlich hatte er Angst vor einem bösen Omen oder irgendetwas. Er dachte dann, das wäre ein Hexe oder so. Die macht dann auch was gegen mich. Also gebe ich ihr noch ein Geschenk mit. Und was ist dieses Geschenk gewesen? Hajar, alayhi salam. Eine Sklavin, die dem König gehörte und die er jetzt Sarah schenkte. Und sie machten sich auf dem Rückweg nach Harran wieder nach Asham. Subhanallah, wenn man mal überlegt, warum sollte das alles geschehen? Warum diese Prüfung? Diese ganze Prüfung, damit am Ende Hajar alayhi salam Sarah alayhi salam geschenkt wird. Und dann durch dieses Geschenk, ja, wer dann auf die Welt kommen soll, Ismail alayhi salam, der Urgroßvater unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Die Wege Gottes sind unergründlich. Verstehen sie nicht manchmal. Manchmal geschehen Dinge und du verstehst sie nicht. Warum geschieht das jetzt? Warum musste all das geschehen? Ja? Warum diese harte Prüfung? Ja, diese harte Prüfung, damit danach eine Belohnung kommt. Nach jeder Mihna
kommt eine Minha, sagen wir auf Arabisch. Nach jener Mihna kommt eine Minha. Eine Mihna, subhanallah, ist einfach nur ein Buchstabe vertauscht. Eine Mihna ist eine Prüfung. Von Mahana, Imtihana. Und eine Minha ist ein Geschenk. Subhanallah. Ist einfach nur der Buchstabe vertauscht worden. Das arabische Sprache ist so schön in der Hinsicht. Ja? Ja? Minha, Mihna. Ja? Subhanallah. Nach jeder Mihna kommt eine Minha. Und es war auch genauso gewesen, subhanallah. Allah Ta'ala, er hat die Familie sehr hart geprüft, aber die Belohnung ist dann dementsprechend umso größer gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt wussten sie noch nicht, was Hajar bedeuten soll. Ich meine, Hajar alayhi salam, eine Sklavin aus Ägypten. Wer hätte gedacht, dass diese Frau mal die Mutter eines edlen Propheten sein soll und die Urgroßmutter unseres geliebten Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal. Subhanallah, ja. Was muss in diesem, im Herzen dieser Magd gewesen sein, in dieser jungen Frau gewesen sein, als Allah Ta'ala sie auserwählt hat? Was muss in ihrem Herzen gewesen sein? Was muss sie für eine aufrichtige Frau gewesen sein, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala sie zu einer Mutter für Propheten gemacht hat? Das ist unglaublich. Ja. Allah Ta'ala hat Ibrahim alayhi seine halbe Weltreise machen lassen, nur damit er sie von dort abholt. Und das zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir geprüft werden von Allah Ta'ala, dann müssen wir verstehen, dass darin immer etwas Gutes liegt. Wir verstehen nicht, warum. Es ist in diesem Moment sehr hart. Aber als Muslim verinnerliche ich was? Dass nach einer Mihna eine Minha kommt. Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Der Erschwernis geht Erleichterung einher. Der Erschwernis geht Erleichterung einher. Das ist ein göttliches Gesetz, das muss ich einfach verstehen. So als will Allah Ta'ala uns sagen, dass am Ende man als Mensch nur dann etwas erreichen kann, wenn man vorher geprüft wurde von Allah Subhanahu wa Ta'ala. In irgendeiner Weise. Das ist jetzt die Theorie. Die Praxis werden wir aber alle erleben. Jeder von uns. Und wir erleben es immer wieder in unserem Leben. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir das Gefühl haben, gibt es hier überhaupt einen Ausweg? Warum passiert mir das jetzt? Ich verstehe das nicht. Warum muss gerade ich krank werden? Warum muss gerade mein Kind sterben? Warum muss gerade ich diesen Unfall gehabt haben? Warum, warum, warum? Aber mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, denke immer daran, egal was dir passiert, es liegt etwas Gutes darin. Und du wirst es früher oder später sehen. Ibrahim alayhi salam, er hat es in diesem Moment noch nicht verstanden. Er hat die Bedeutung von Hajar überhaupt noch nicht verstanden. Einfach nur eine Magd gewesen, okay. Ja, gab es zu der Madara allerdings halt viele. Aber in dem Moment hat er das verstanden, hat er nicht verstanden. Erst Jahre später, vielleicht sogar Jahrzehnte später, sollte Ibrahim alayhi salam verstehen, was all dies zu bedeuten hat. Subhanallah. Und sie machen sich jetzt auf den Weg nach Harran. In Harran angekommen, führt Ibrahim alayhi salam sein Leben mit seinem Volk. Sie machen Da'wah, leben den Islam. Und Ibrahim als der Führer seines Stammes, seiner Gruppe, er wünscht sich nichts Sehnlicheres, als einen Nachkommen zu haben. Aber Allah Ta'ala, er verwehrt es ihm. Kommt einfach nicht. Er wird älter und älter. Seine Frau Sarah wird älter und älter. Aber Allah Subhanahu wa Ta'ala, er schenkt ihnen kein Kind. Und jetzt sieht Sarah, wie traurig ihr Mann ist. Sie kann es nachvollziehen. Er ist ja nicht irgendjemand. Er ist der Stammesführer. Er ist ein Prophet Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und sie bekommt Mitleid mit ihm. Und sie schlägt ihm jetzt etwas vor. Oh Ibrahim, nimm meine Magd, Hajar, zur Frau. Auf dass Allah Subhanahu wa Ta'ala dir eine Nachkommenschaft schenkt. Und Ibrahim alayhi salam, er nimmt dieses Angebot an. Was jetzt geschieht und danach und wie dann Ismail alayhi salam zur Welt kommt und was dann geschieht, das werden wir inshallah ta'ala alles dann in Ruhe in der kommenden Woche, bi'ithnillahi azza wa jalla, besprechen.